Der Prophet sagt in einer anderen Überlieferung, es wird am Ende der Zeit Sicherheitsleute geben, Sicherheitsleute. Vorher waren es nur Leute, Männer, irgendwelche Männer. Jetzt Sicherheitsleute geben, die... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Jibril und wir reagieren heute zusammen zu einem Video, welches heißt Ein Zeichen der Stunde. Ja, meine lieben Geschwister, ein Bruder hat mir dieses Video verlinkt. Danke nochmal dafür. Auf diesem Kanal kommen regelmäßig Videos. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann drück jetzt den Abonnier-Button, damit du kein Video mehr verpasst. Und wir starten jetzt direkt in das Video. Ich zähle wieder mal auf 3. 1, 2, 3. Let's go. Es werden Leute auftauchen, die mit Peitschen die Leute bestrafen. Ja, sozusagen Sicherheitsleute oder Helfer oder Tyrannen, ungerechte Machthaber, die Leute mit Peitschen bestrafen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, am Ende der Zeit wird es in dieser Umma Männer geben, oder er sagte, es wird am Ende der Zeit aus dieser Umma, aus seiner Umma sallallahu alaihi wasallam, Männer geben, die Peitschen wie Kuhschwänze haben. Sie gehen mit Allahs Zorn und sie kommen mit Allahs Zorn. Ja, der Hadith ist hier bei Imam Ahmed. Sie gehen mit Allahs Zorn und sie kommen mit Allahs Zorn. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer anderen Überlieferung, es wird am Ende der Zeit Sicherheitsleute geben, Sicherheitsleute. Vorher waren es nur Leute, Männer, irgendwelche Männer. Jetzt Sicherheitsleute geben, die mit Allahs Zorn hingehen und mit Allahs Zorn zurückkommen. So hüte dich davor, einer von ihnen zu sein. Sicherheitsleute. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Gruppen von Menschen, die in die Hölle gehen, habe ich noch nicht gesehen. Und ein davon ist Menschen, die mit Peitschen wie Kuhschwänze, mit denen sie die Menschen schlagen. Und Imam Nawawi rahimahullah sagt, dieser Hadith ist ein Wunder für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ereignete sich, was er berichtet hat. Und was die Leute mit den Peitschen angeht, so sind es Bedienstete des Polizeichefs. Und subhanallah, das ist, was wir heute sehen. Die Polizisten haben so etwas wie einen Kuhschwanz in der Hand. Sie haben so etwas wie einen Kuhschwanz, so etwas wie eine Peitsche in der Hand. Und wenn die Leute Faxen machen, dann schlagen sie drauf. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass diese Leute, die sind ungerechte Leute. Diese Leute, die diese Sachen, diese Peitschen in der Hand haben und die anderen Menschen, er sagt nicht die Gläubigen, er sagt nicht die Muslime auspeitschen, er sagt Menschen auspeitschen. Und das zu Unrecht. Das sind die Ungerechten. Und er warnt uns, von ihnen zu sein. So hüte dich davor, einer von ihnen zu sein. Hüte dich davor, einer von diesen Sicherheitsleuten, von diesen Polizeileuten zu sein, die mit diesen Kuhschwänzen Leute zu Unrecht schlagen. Subhanallah. Und der Prophet, er legt sogar einen drauf, er sagt, diese Leute, die sind von Hölle. Er sagt, zwei Menschen habe ich noch nicht gesehen. Ja? Und die eine Art ist, Menschen, die mit Peitschen, wie Kuhschwänze, die anderen Menschen schlagen. Subhanallah. Subhanallah. Die schlagen einfach auf die ein. Subhanallah, meine lieben Geschwister, habt ihr das gesehen? Das ist doch genau das, was in der Prophezeiung gesagt wird. Menschen mit Kuhschwänze und Sicherheitsleute. Subhanallah. Wie ihr selber seht, auf dieser Erde, es existiert keine absolute Gerechtigkeit. Aber glaubt mir eins, und wie es aussieht, ist es auch bald soweit, dass der jüngste Tag eigentlich schon vor der Tür steht. Und der jüngste Tag, der kann jederzeit eintreffen. Nur Allah weiß, wenn der eintrifft. Aber es gibt kleinere Zeichen und es gibt große Zeichen. Subhanallah. Was ist das bitte für ein Zeichen? Und wie präzise hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Szenario erklärt? Meine lieben Geschwister, was denkt ihr über diese Situation, was jetzt gerade auf der Erde abgeht? Bitte kommentiert hier jetzt direkt in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Im Moment passieren echt krasse Dinge auf dieser Erde. Und subhanallah, ich habe das Gefühl, es wird einfach immer wie mehr und mehr. Und es geht einfach so rasant schnell. Meine lieben Geschwister, möge Allah uns vor der Strafe im Grab bewahren. Möge Allah uns vor der Hölle bewahren. Und möge Allah uns fernhalten von diesen ungerechten Menschen. Amin. Meine lieben Geschwister, ich beende hiermit dieses Video. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Thema ist, zu dieser ganzen Sache, Rassismus,
Ungerechtigkeit. Ich will eure Meinung hören. Wenn du ein Video hast, zu dem ich reagieren soll, dann poste den Link doch bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns inshallah beim nächsten Video wieder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.